亲爱的同学们，大家好，我是郑老师，欢迎回到柏林广场德语学习。在上一小节当中，我们已经开始了本书第二个 Gaststätt 的学习。这边主要有这么一个故事 ：Zuiderbaum 一家赢得了一次有奖竞猜，奖品呢是一次周末度假。那么在上一小节阅读的最后呢 ，Frau Zuiderbaum 要让他的先生赶紧给 Müllnex AG 打电话。那么接下来我们就会听到一个叮咛，这个电话进行的到底怎么样呢？我们首先来听一下这个叮咛。Raststätte 6 2 Die Reise ins Dreiländereck B Telefongespräch Müllnex AG König, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag, Herr König. Mein Name ist Söderbaum. Ich habe heute einen Brief erhalten und... Herr Söderbaum, Gratulation, Sie haben gewonnen. Wirklich? Ja, ja, das ist ja toll. Und was bedeutet das? Ja, Herr Söderbaum, wir laden Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden für ein Wochenende an den Bodensee ein.Aha. Und welche Kosten habe ich dabei? Natürlich gar keine, Herr Söderbaum. Die Anreise ist an einem Freitag nach Friedrichshafen, Bundesbahn, erster Klasse selbstverständlich. Dort erwartet Sie ein Hotelbus, Transfer zum Parkhotel, 4-Gänge-Menü am Abend, alles tipptopp. Ich habe keine Verpflichtungen? Wissen Sie, es gibt so viele Preisaufschreiben...wo dann was nicht stimmt und... Aber nein, Herr Söderbaum, die Müllnex AG ist ein seriöses Unternehmen mit einer 50-jährigen Firmentradition. Also am Samstag holt sie unsere Limousine mit Chauffeur ab und sie fahren in die Schweiz, ins Appenzeller Land genauer gesagt. Mit der Sentisbahn geht's dann hinauf zum Mittagessen in 2500 Meter Höhe. Das hört sich ja gut an. Und der Knüller kommt am Abend.4 Eintrittskarten zu den Bregenzer Festspielen auf der größten Seebühne Österreichs und der Welt. Dann Rückfahrt ins Hotel und am Sonntag großes Frühstücksbuffet, Besuch im Zeppelin-Museum und anschließend geht es wieder nach Hause. Wieder erste Klasse Bundesbahn. Und wann wäre das? Den Termin können Sie frei wählen, zwischen dem 20. Juli und dem 15. August.Die Tickets schicke ich Ihnen zu, sobald Sie mir das Wochenende genannt haben. Ich brauche auf alle Fälle Ihre Adresse. Moment, warten Sie. 好，听力听完了，请同学们看一下，我们一块分析一下这个听力内容。Next AG König Gutag, ich tun.这是我们的 König 先生啊，他是 Müllnex AG 他的工作人员，接了电话之后首先自报家门。 Was kann ich für Sie tun? 这句口语非常常见，一定要听得懂。能为您做些什么吗？ Ja, guten Tag, Herr König. Mein Name ist Söderbaum. Ich habe heute einen Brief erhalten und... 那么接下来是 Herr Söderbaum, 他自己说明一下情况，我是谁。我今天呢收到一封信 ，erhalten 就是 bekommen 得到。那么 Herr Söderbaum 他的话还没有说完就被打断了 ，Herr König 就说下去 ，Herr Söderbaum Gratulation, Sie haben gewonnen。看起来 König 先生也正在等着 Herr Söderbaum 这个电话打过来。他一听啊 ，Herr Söderbaum 他就知道了。Gratulation 这个单词就是表示祝贺，那么等同于什么呢？等同于 Ich gratuliere 这样的表达形式。我要表示祝贺，您赢了 Sie haben gewonnen， 您赢得了这次有奖竞赛。Wirklich? Ja, das ist ja toll. Und was bedeutet das? 那么 Söderbaum 还挺开心的，他说啊，真的吗？那实在太好了。那这又意味着什么呢？ Was bedeutet das?其实言下之意就是说我会获得些什么东西呢 Ja, Herr Söderbaum, wir laden Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden für ein Wochenende an den Bodensee ein. 那么 Herr König 非常明确的把这个
奖项就说起了，他们我们请您以及您的家庭或者您的朋友来波登湖过一个周末。请大家再注意一下啊，他用的动词是 einladen 可分动词 ein 在最后，那么 einladen 是加四个宾语，所以呢请您 sie 您以及，那么这个以及我们可以用介词 mit 后面跟三格，注意这些细节。 für 表示为了什么，在这个句中一种目的，邀请您来干嘛。那接下来 Zedebaum 先生他就问Welche Kosten habe ich dabei? 那我有哪些 Kosten 呢？成本，就是说哪些钱要我自己负担呢？ Natürlich gar keine. 回答非常的爽快啊！当然了，你一点费用都不会有啊。Gar keine. 这边这个 keine 后面其实是把一个名词 gar keine Kosten 把这个 Kosten 给省略了，因为前文说的就是 Kosten， 那么后面就省掉。所以在这个回答当中，虽然它并没有直接出现 Kosten 这个名词，但是 kind 必须变形为 keine， 我不能用 kind， 也不能 keinen 或者 keinem 都不对，或者说我能不能用 nicht 呢？不行，因为这个地方其实上下文来看就省略了 Kosten 这个词而已。 Die Anreise ist an einem Freitag nach Friedrichshafen Bundesbahn Erste Klasse selbstverständlich。 那么这句话里面 Anreise 这个单词指的是旅行，严格说来呢是去往一个地方的旅行啊，也就是说这次行程呢是在周五，目的地呢是 Friedrichshafen， 这座城市我们上一小节说明过是在波登湖北岸的一座中型城市。后面的 Bundesbahn 我们以前有说明过，这就是联邦铁路，就是德国铁路。 Erste Klasse 一等舱一等座。 Selbstverständlich 这个词更多的是一种语气，理所当然，很像英语里面的 of course， 当然是要这样子。所以这里面其实这句话里面就把这次行程的时间地点以及方式都交代清楚了，听起来非常的高大上，但是还没完，后面还有。Dort erwartet sie ein Hotelbus, Transfer zum Parkhotel, vier Gänge Menü am Abend, alles tipptopp。下一句话里面，请大家一定要看仔细啊，主语是什么？主语呢不是 sie， 主语是 Hotelbus。Hotelbus 很好理解，就是酒店的巴士。Erwarten 在等候，在等待。所以不是您在等待这个车子，而是车子在等您。因为我们知道 Z 的话动词应该是 erwarten， 我们现在是 erwartet， 后面这个词才是主语，而 Z 是 B。 Transfer 这个词表示转车，转车。那么因为我们知道前面不是说铁路吗，然后现在坐了大巴之后转到什么地方呢？ Park Hotel 公园酒店，简单说就是住的地方，旅店。然后晚上吃什么呢？ Vier Gänge Menü。 Menü 我们知道其实就是菜单。 Gang 这个词其实指的是流程，四道流程的菜单，指什么呢？其实就指的西餐里面的四道菜的西餐。 Alles tipptopp。 Tipptopp 这个是非常口语的一个形容词，就是等同于 Erste Klasse 就是 tip top， 一流的一等的，就是非常好。这一切听起来是有点梦幻啊，实在太诱人了。所以那个 Zedebaum 先生啊，他就有点不太相信，他就又问了 Und ich habe keine Verpflichtungen? Wissen Sie, es gibt so viele Preisausschreiben, wo dann was nicht stimmt und 他又要确认一下，那么一点点 Verpflichtungen 都没有吗？Verpflichtung 这个词本来指叫做责任义务，我一点点责任一点义务都没有吗？那这里就指的是什么？我就不用花钱吗？ Verpflichtung OK， 它是一个 ung 结尾的一个词性，所以它肯定是个阴性词。后面又说明，您知道现在就有这么多的这种有奖竞猜这种形式，很多很多。 Wo dann was nicht stimmt，那么后半句里面我们要理解这句话，我们首先要知道一个短语
比如说 das stimmt 或者 das stimmt nicht， 这样这个事情是对的或者这样不对， das stimmt 或者 das stimmt nicht。 那么在后半句里面呢，这边的 was 它其实不是一个疑问代词，这个 was 其实就是 etwas， etwas stimmt nicht， 这个意思其实就是说有些什么事情不太对，相当英语的话就 something is wrong， 什么东西不太对。好，那么这里面很明显它是一个从句，大家会看到这是从句，因为动词在最后，那么从句引导词呢是一个 for， 这个 for 又怎么理解呢？这个 for 这边其实等同于叫做 in dem Preis ausschreiben， 这个呢是叫关系从句，我们还没有学过。所谓的关系从句啊，根据字面意思就是说这个从句跟你前面有一个词它有一定的关系，那么这里面的语法其实很好分析，后面的从句呢是修饰前面这个 Preis ausschreiben， 现在市面上有这么多的这种有奖竞赛对吧，怎么样的有奖竞赛呢，后面这个从句修饰它，那么在这些有奖竞赛里面 in dem Preis ausschreiben 就在这个地方，你们也可以用 wo 这个词来代替。好，在这些地方怎么了呢？总有什么事情会不太对， was stimmt nicht und 他没有说下去。 OK， 那么相信大家应该能体会这种语气了啊。哎，您知道吗，现在市面上有好多好多有奖竞赛，在这些竞赛里面可能总有些什么地方不太对，所谓的不太对其实就是说可能要我自己掏点钱，没有说清楚的啊，我可能要承担一些责任等等这个意思。因为还有 Zuidbaum 这个人看起来有点谨慎，他担心可能自己还要出钱，那么 Herr König 就跟他解释 Nein Herr Zuidbaum， die Mönex AG ist ein seriöses Unternehmen mit einer 50-jährigen Firmentradition。 斩钉截铁的就否定了，不会的 Zuidbaum 先生，不会这样子的，我们Mönex 股份公司是一家怎么样呢？ Serious， 这其实英语叫什么？ Serious 啊，严肃的。我们是非常正经的，非常正统的，很正经的一家 Unternehmen。Unternehmen 这边就是企业。这家企业又怎么样呢？ 50-jährige Firmentradition， 有50年的企业传统。简单的理解就是说怎么样？我们这家企业已经有50年的历史了。啊，50年的老企业，那么听起来就是很值得信赖。好，那么 König 先生就进一步的解释啊，那么我们还有什么活动呢？ Also am Samstag holt sie unsere Limousine mit Chauffeur ab und sie fahren in die Schweiz, ins Appenzellland genauer gesagt。 前面说了周五的安排，那么接下来周六，周六会怎么样呢？注意啊， holt sie，这种地方这种细节请大家还是要注意，所以这个 z 呢依然不是主语， z 是宾语，要不然这个动词 holen 它的尾巴就不会是 hold， 对吧？动词呢现在是 upholen， 这个词很好理解，我们应该学过接，现在是谁来接呢？ limousine 这个词以前给大家补充过，不知道大家还有没有记得， limousine 其实就指的是什么？轿车，轿车呢，我们的轿车会来接您。这个轿车里面还有什么呢？ chauffeur， chauffeur 是个南德地区用的比较多的一个词，其实就是什么呢？其实就是 fahrer， 司机，司机啊。当然这个词一听，因为它有点法语的一些渊源啊，听上去好像非常的高雅，如果我们说 fahrer 感觉就好像有点土。 OK， 我们的司机会开着轿车来接您，然后呢你们会去什么地方呢？去瑞士 in die Schweiz。 后面又说了，具体说来呢，确切说来呢， genauer gesagt， 注意这个短语 genauer gesagt， 你可以不用比较级，用 genau gesagt， 或者你进一步强调一下，更确切的说，你可以用个比较级 genauer gesagt。 更确切的说是什么地方呢？ Appenzellland， 这个呢只是瑞士的一个地名，阿彭策尔地区就是瑞士的一个地方。Mit der Zettisbahn geht dann hinauf zum Mittagessen in 2500 Meter Höhe. Zettisbahn. Bahn 我们知道其实指的是轨道或者一条线路。
那么 Vettis 其实是一座山的名字，一座山的名字啊。那么这什么东西呢？这其实就是一种缆车，就是在 Vettis 那座山上的。你坐这个缆车，我们就会往上走 hinauf， 注意这个短语啊 hinauf， 向上去干嘛？去吃午饭啊，我们坐缆车到山上去吃午饭。那么那个地方海拔会多高呢？2500米， 2500 meter。 where 是高，它这个名词 hoch 是形容词啊， where 是名词，高度。 in where 就是这样的高度，以这样的一个高度，它做一个后置定语去补充前面的。 yes das hört sich ja gut an， 注意这个短语 sich anhören，听起来不错，听起来不错。好，然后 Und der Knüller kommt am Abend. Vier Eintrittskarten zu den Bregenzer Festspiele auf der größten Seebühne Österreichs und der Welt. Knüller 阳性词，这是非常口语的一个词啊，表示好事情，或者说呢重头戏。这个真正的重头戏呢，晚上才来。什么是重头戏呢？有四张入场券。Eintrittskarten， 参加什么呢？ Bregenzer Festspielen， 这个我们叫做布雷根茨音乐节，在什么地方？是在奥地利的啊。那么后面有说明，这个音乐节在什么地方呢？ Seebühne 就是一种水上舞台， Sie 湖面水上， Bühne 是舞台，而且这个舞台是在奥地利最大的，甚至可以说是Of the world， 在世界上都最大的一个水上舞台搞了一个音乐节，听起来非常的有意思。 Dann rückfahrt ins Hotel， 然后就回来。 Und am Sonntag großes Frühstück Buffet Besuch im Zeppelin Museum Und anschließend geht es wieder nach Hause Wieder erste Klasse Bundesbahn。 那么星期天啊，我们会有一顿非常丰盛的早餐 Frühstück Buffet，所以这个词发音比较奇怪啊， buffet， buffet 呢其实就是一种自助餐，早餐自助餐。那么德国人这个词也称之为叫 buffet。 好，吃完早饭之后，另外还要干什么呢？我们会参观 Zeppelin Museum。 Zeppelin 就是那种飞艇，像热气球一样那种飞艇，也叫齐柏林，按照音译的齐柏林飞艇博物馆。Anschließend geht es wieder nach Hause， 然后呢 Anschließend 这个词已经学过，然后紧接着我们就回家，又是坐联邦铁路啊，头等舱回家。 Und wer das？ 那么这都是什么时候呢？用了第二虚拟式 wer 啊，表示一种客气委婉。什么时候可以发生这样的事情呢？ Den Termin können Sie frei wählen zwischen dem 20. Juli und dem 15. August。 那么所以你去跟他解释这个 timing 啊，你可以自由选择在7月20号到8月15号之间。 The tickets schicke ich Ihnen zu sobald Sie mir das Wochenende genannt haben。 这边后面是一个 sobald 一个从句，就是一旦， sobald 这个词表示一旦，一旦您跟我说了这个周末，那我会怎么样呢？我马上就将 tickets 寄给您， zu schicken寄给您。 Ich brauche auf alle Fälle Ihre Adresse Moment auf alle Fälle 啊，就在所有情况下，或者我们就可以理解为不管怎么样， Anyway 不管怎么样我都需要你的地址，请稍等。我们没有说下去，意思就是说记下。 OK， 接下来请同学们完成下面的两个练习。第一个练习呢，我们是对错判断，有五道题，请大家先看一下题目。Raststätte 6. 2. Die Reise ins Dreiländereck. B. Telefongespräch. Mölnex AG König, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag, Herr König. Mein Name ist Söderbaum. Ich habe heute einen Brief erhalten und... Herr Söderbaum, Gratulation, Sie haben gewonnen. Wirklich? Ja, das ist ja toll.
Und was bedeutet das? Ja, Herr Söderbaum, wir laden Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden für ein Wochenende an den Bodensee ein. Aha. Und welche Kosten habe ich dabei? Natürlich gar keine, Herr Söderbaum. Die Anreise ist an einem Freitag nach Friedrichshafen, Bundesbahn, erster Klasse selbstverständlich. Dort erwartet Sie ein Hotelbus, Transfer zum Parkhotel, 4-Gänge-Menü am Abend, alles tipptopp. Ich habe keine Verpflichtungen? Wissen Sie, es gibt so viele Preisaufschreiben, wo dann was nicht stimmt und... Aber nein, Herr Söderbaum, die Möllnex AG ist ein seriöses Unternehmen mit einer 50-jährigen Firmentradition. Also am Samstag holt sie unsere Limousine mit Chauffeur ab und sie fahren in die Schweiz, ins Appenzeller Land genauer gesagt. Mit der Sentisbahn geht's dann hinauf zum Mittagessen in 2500 Meter Höhe. Das hört sich ja gut an. Und der Knüller kommt am Abend. 4 Eintrittskarten zu den Bregenzer Festspielen auf der größten Seebühne Österreichs und der Welt. Dann Rückfahrt ins Hotel und am Sonntag großes Frühstücksbuffet, Besuch im Zeppelin-Museum und anschließend geht es wieder nach Hause. Wieder erste Klasse Bundesbahn. Und wann wäre das? Den Termin können Sie frei wählen, zwischen dem 20. Juli und dem 15. August. Die Tickets schicke ich Ihnen zu, sobald Sie mir das Wochenende genannt haben. Ich brauche auf alle Fälle Ihre Adresse. Moment, warten Sie.好，答案给大家公布一下。第二题，也就是课本上的C，C这道题目呢，要求干嘛呢？要求大家记录下这次周末之旅的它的一个具体安排。 那么我们知道有三天 ,Freitag, Samstag, Sonntag, 星期五、星期六、星期天都干什么。同样请同学们自己在文中把关键词找出来。Raststätte 6 2 Die Reise ins Dreiländereck B Telefongespräch. Möllnex AG König, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag, Herr König. Mein Name ist Söderbaum. Ich habe heute einen Brief erhalten und... Herr Söderbaum, Gratulation, Sie haben gewonnen. Wirklich? Ja, ja, das ist ja toll. Und was bedeutet das? Ja, Herr Söderbaum, wir laden Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden für ein Wochenende an den Bodensee ein. Aha. Und welche Kosten habe ich dabei? Natürlich gar keine, Herr Söderbaum. Die Anreise ist an einem Freitag nach Friedrichshafen, Bundesbahn, erster Klasse selbstverständlich. Dort erwartet Sie ein Hotelbus, Transfer zum Parkhotel, 4-Gänge-Menü am Abend, alles tipptopp. Ich habe keine Verpflichtungen. Wissen Sie, es gibt so viele Preisschreiben, wo dann was nicht stimmt und... Aber nein, Herr Söderbaum, die Möllnex AG ist ein seriöses Unternehmen mit einer 50-jährigen Firmentradition. Also am Samstag holt sie unsere Limousine mit Chauffeur ab und sie fahren in die Schweiz, ins Appenzeller Land genauer gesagt. Mit der Sentisbahn geht's dann hinauf zum Mittagessen in 2500 Meter Höhe. Das hört sich ja gut an. Und der Knüller kommt am Abend. 4 Eintrittskarten zu den Bregenzer Festspielen auf der größten Seebühne Österreichs und der Welt. Dann Rückfahrt ins Hotel und am Sonntag großes Frühstücksbuffet, Besuch im Zeppelin-Museum und anschließend geht es wieder nach Hause. Wieder erste Klasse Bundesbahn. Und wann wäre das? Den Termin können Sie frei wählen, zwischen dem 20. Juli und dem 15. August. Die Tickets schicke ich Ihnen zu, sobald Sie mir das Wochenende genannt haben. Ich brauche auf alle Fälle Ihre Adresse. Moment, warten Sie. OK, 请大家看一下答案。那因为这两题它的内容其实都是直接跟着我们听力的内容来的，所以只要你将刚刚前面我讲的这个内容正确的理解了，那么回答这样的问题应该都没有什么太大难度。
那么具体我就不讲解了。如果大家真的有什么不能理解的地方，可以到我们的提问区来向我提问。好啦，我们这一小节的时间也差不多啦，那么今天就先到此，我们下小节再见，拜拜。